Moin, moin meine aktiven Freunde und herzlich willkommen. Und wie ihr vielleicht schon am Titel gesehen habt, ist der Monte leicht salzig. Monte ist leicht salzig, Monte hat schlechte Laune, ich bin angepisst. Das hat mehrere Gründe, unter anderem liegt es eigentlich hauptsächlich an YouTube Deutschland. Ja, YouTube Deutschland hat in der Vergangenheit sowieso nicht immer den besten Job gemacht, meine Meinung. Aber jetzt ist so eine Phase, so ein, zwei Punkte, die mir absolut auf den Sack gehen. Und ich fange mal ganz gediegen an, also... Der ein oder andere von euch weiß ja, dass ich nicht unbedingt beste Freunde mit der Katja abschaum werde. Die mag mich wahrscheinlich auch nicht, ich kann sie aber auf den Tod nicht leiden. Sagen wir es einfach mal so. Also abschaum ist einfach abschaum für mich, aber leben und leben lassen. Ich habe auch versucht, mich in letzter Zeit da zurückzuziehen und nicht immer irgendwie garstig zu werden, will ich jetzt mal sagen. Aber mir ist etwas jetzt zu Ohren gekommen und ich habe selber ausprobiert, was mich absolut abfuckt, was ich nicht einsehe, das so in Kauf zu nehmen. Und zwar geht es um... gewisse Suchbegriffe und die werde ich euch jetzt mal zeigen. Und zwar folgendermaßen. Ich gebe jetzt mal scherzeshalber ein, Visca Barca Zweitkanal. So, und wie wir sehen, kommt als allererstes Visca Barca sein Erstkanal, dann kommt der Celos-Kanal, dann Scorpion Plays, das ist vom Master Scorpion der Zweitkanal, dann kommt von Two Epic Buddies der Kanal, keine Ahnung warum, den sei es aber gegönnt, das sind gute Jungs. Dann kommt noch ein Video von mir, dann kommt hier noch Master Scorpion sein Zweitkanal und wenn wir ein bisschen runter scrollen, was haben wir denn hier? Was haben wir denn hier? Bei aller Liebe, leben und leben lassen. Wie gesagt, ist jetzt auch kein direkter Hate an sie, weil da kann sie vielleicht auch gar nichts für. Das ist eher ein Hate an YouTube Deutschland. Was hat von ihr der Kanal in dieser Suchanfrage zu suchen? Ich habe hier in der gesamten Suchanfrage nicht einmal den Kanal von Barca gesehen, den ich nämlich gegoogelt habe. Visca Barca, sein Zweitkanal. Stattdessen habe ich von einer Person Videos, das hat absolut nichts mit Gaming zu tun oder Zweitkanal zu tun. Das hat nichts mit Visca Barca zu tun. Das ist einfach nur frech. Warum bekommt die durch den Namen Aufmerksamkeit? Okay, okay, kann natürlich sein, sagt ihr. Ist ein Bug. Okay, ist ein Bug. Probieren wir nochmal neu. Montana Black. Ups, da ist ein Verschreiber drin. Nochmal neu. Montana Black. Ey Mann, Zweitkanal. Da frage ich mich wirklich, ob YouTube Deutschland mich ficken will. Oder wie Red sagen würde, Digga, willst du mich ficken? Also der Kanal kommt als erster Kanal von meiner Freundin. Kein Problem für mich. Dann kommt mein Hauptkanal. No problemo für mich. Dann kommt ein Video von mir. Alles entspannt. Das ist das auch im Übrigen Video auf dem Zweitkanal. Und dann kommt wieder von der Silikon-Olsch der Kanal. Digga, der Sinn dahinter? Mein Name, Montana Black, hat nix, rein gar nichts mit der zu tun. Oh, wartet mal. Eine Sache fällt mir jetzt auf. Wenn ich das K hier wegnehme. Dieser Begriff würde ja eventuell mit dieser Person in Zusammenhang kommen. Nee, sehe ich jetzt keinen Begriff, ist auch, denke ich, nicht die Lösung des Problems. Geben wir mal ein spontaner Black 2 Kanal. So, dann kommt spontaner Black, alles entspannt. Was Tanzverbot da mit der Suchanfrage zu tun hat, das weiß ich nicht, ist aber auch scheißegal. Und wie ihr seht... hat es nichts mit diesem Begriff Zweitkanal zu tun, weil dann würde ja jetzt auch wieder der Kanal von ihr auftauchen. Ich weiß nicht, was das für ein Problem ist. Ich möchte aber, dass YouTube Deutschland das behebt. Weil wenn ihr das nicht behebt, dann haben wir ein Problem miteinander. Ich sehe es nicht ein, dass eine Person, die ich nicht mag, das muss ich ganz ehrlich so sagen, leben und leben lassen, wenn es bei der läuft, dann läuft's. Aber dass sie noch unnötig durch meine Suchanfragen Aufmerksamkeit bekommt, das finde ich einfach nur frech. Das finde ich einfach nur frech. Gehen wir nochmal beispielsweise an Elotrix. Elotrix Gaming Kanal. So. Das macht aggressiv. Elotrix ist gefühlt seit 5 oder 4 Jahren auf YouTube und hat absolut nichts mit dieser Person am Hut. Hat er ja auch einen Zweitkanal. Lustigerweise wird dieser Kanal aber nicht angezeigt. Als einzelner Kanal, weil den suchen wir ja. Das ist einfach nur frech. Das ist einfach nur frech und das muss behoben werden. Das muss behoben werden. YouTube Deutschland, ihr versagt sowieso in letzter Zeit ganz schön. Beispielsweise Master Scorpion. Über das Video, was er gemacht hat, lässt sich streiten mit Katja zusammen. Mag ich nicht, habe ich auch schon oft gesagt. Dass er jetzt ein Dreivierteljahr später dafür einen Community Strike bekommt, die Logik dahinter muss man nicht verstehen. Dass aber eine Katja Videos produziert, die im Grunde
Die könnte man auch auf YouPorn hochladen oder auf My Dirty Hobby. Die könnte man auf jeden Fall da hochladen, wird keinen großen Unterschied machen. Also das ist einfach eine absolute Frechheit. Diese Videos gehören eigentlich so gut wie alle auf die Altersstufe 18 begrenzt oder eingestuft, sorry. Und das Lustige ist auch, dass in den Nutzerbedingungen von YouTube drin steht, pornografische bla 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 Sachen sind nicht erlaubt auf YouTube. Und dass der Kanal von der Katja nicht unbedingt jetzt ein Gaming-Kanal ist, ist auch nicht unbedingt ein Beauty-Kanal, sondern es ist doch eher ein Sex-Kanal, wo kleine 12- bis 14-Jährige sich ihre Mininudel drauf schleudern. Dann verstehe ich nicht, warum YouTube Deutschland, und das hat nichts damit zu tun, dass ich es ihr gönnen würde, dass der Kanal gelöscht wird, aber so wie man handelt, so muss man auch damit rechnen, dass Konsequenzen kommen. Und der Kanal gehört für mich einfach gesperrt. Nicht, weil ich es ihr nicht gönne, sondern weil so ein Content auf YouTube laut Nutzerbedingungen auch nichts auf YouTube zu suchen hat. Weil so langsam habe ich da keinen Bock mehr drauf. Sonst macht ja niemand die Fresse auf von den großen YouTubern. Von den kleineren, KuchenTV, Props an dich. Der macht ja wenigstens das Maul auf. Aber die ganzen anderen großen YouTuber, die juckt das anscheinend einfach nicht. Und ich habe da keinen Bock mehr drauf. Ich bin YouTuber mit Leib und Seele. Ich bin stolzer YouTuber. Aber das ist nicht YouTube. Und in dem Sinne sage ich, wiederschauen und reingehen.